deine Stadt, wie andere sie sehen. Das ist das Motto der 5 neuen Folgen von Frankfurt Insights. Gleich in der ersten Folge zeigt Marian Grusel den Zuschauern seinen spektakulären Arbeitsplatz hoch über den Dächern von Frankfurt. Als Kranführer auf der Baustelle am Taunusturm transportiert er Fassadenteile vom Boden zu den oberen Stockwerken. Und genau an diesem Ort, dem Taunusturm, findet passenderweise auch die Präsentation des neuen Imagefilms für Frankfurt statt. Und natürlich ist da auch der Oberbürgermeister Peter Feldmann mit von der Partie. Das Ziel ist natürlich das, was es schon gibt. Also Frankfurt nicht nur als Gemarkung mit bestimmten Grenzen, Gemarkungsgrenzen, sondern eben als internationale Metropole, die warmherzig ist, die offen ist, die liberal ist, wo es Spaß macht zu leben, wo viele junge Leute hinziehen, wo Familien Kinder bekommen, so darzustellen, wie sie ist. Also diesen Puls auch, den diese Stadt hat, wenn man schon reinfährt, den man spürt, dann auch eben Bilder drüber zu bringen. Ich glaube, das ist das Hauptziel dabei. Ungewöhnliche Perspektiven, schnelle Bildfolgen und eine eigens komponierte Musik. Die 1000 Wunder wollen das zeigen, was dem Normalbürger sonst verschlossen bleibt. Und dafür wurde auch eine innovative Technik angewendet. Es gibt eine subjektive Kamera, die den Protagonisten umgeschnallt wird. Der Fachausdruck heißt GroPro und die tragen die, während sie arbeiten. Und ein Teil der Bilder wird von dieser Kamera übernommen und ein Teil der Bilder wird noch von einer richtig großen Handkamera gefilmt über die Schulter der Protagonisten, um die Qualität insgesamt auch sehr hoch zu halten. Der Film richtet sich vor allem an die Bewohner der Stadt Frankfurt, die ihre Heimat neu kennenlernen und entdecken können. Auch der Tänzer und Choreograf Kelechi Onyele zeigt Frankfurter Kindern in seinem Tanzstudio neue Perspektiven aufs Leben auf und ist Protagonist im Film. Die Stadt ist für ihn etwas ganz Besonderes und deshalb war es ihm auch wichtig, Frankfurts Vielfalt zu promoten. Für mich bedeutet Frankfurt Heimat. Frankfurt bedeutet für mich einfach alles. Es ist so eine wunderbare Stadt. Ich durfte hier wachsen, als Mensch. Und auch beruflich. Ja, Frankfurt hat mir die Chance gegeben, sozusagen meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen. Und das ist eine Sache, die mich jeden Tag aufs Neue glücklich macht. Und darum ist Frankfurt für mich einfach der Inbegriff des Glücks. Alle 2 Monate wird nun eine neue Folge der Frankfurt Insights unter frankfurt.de/videos veröffentlicht. Dafür sucht das Presse- und Informationsamt noch weitere Frankfurter, die ihre ungewöhnlichen Blickwinkel auf die Stadt per Kamera teilen wollen. Also mitmachen und deine Stadt zeigen, wie sie andere unbedingt gesehen haben müssen.